Grüß Gott miteinander. Ich habe heute wieder dir euch eine weitere schöne Plug-and-Play-Variante aus dem Haus von der Keubrider AG zu zeigen. Den meisten von euch allen ist ja bekannt bei den gepumpten Varianten am Teich mit Pumpenschacht. Haben wir das an und für sich, wo wir verbauen. A. Der Pumpenschacht als Einzelmodul mit dem Zugschieber und der Pumpe, wo er nachher dann die Pumpe das Wasser zum Beispiel zum meistgebrauchten Filter, dem klassischen Filterclear, bringt, da wieder gereinigt wird und natürlich nachher dann wieder den Rücklauf zum Teich hat. Das ist den meisten bekannt und aus dem heraus ist eine wunderbare Geschichte entstanden mit dem Plug-and-Play-Filter-Schacht, wo wir alles ineinander vereint haben. Wir sehen jetzt in 1,10 Meter Aussenmasslänge von dem Schacht den Pumpenschacht plus auch den Filter zusammen vereint. In einer Box hinein, also das heisst sehr wenig Platz, 1,10 Meter und 60 cm in der Breite. Das ist der einzige Platz, wo wir hergeben und das Ganze können wir auf die Kante Wasserstand die ganze Box in der Erde versenken. Die Box, die wir sagen, das ist eine PE-Wanne. Wie ihr seht, ist die mit einem Rahmen verstärkt. Das heisst, dass wir auch die, wenn wir sie plan versetzt haben, dann auch mit Erde wieder zudecken, ohne dass die Box bauchet, noch Schaden bekommt. Wir sehen da gerade zugleich die zwei Eingänge, wie wir sie beim Pumpenschacht auch haben. Bodenablauf, Skimmer, je in 110 Ausführung. Also das heisst, da kann man nur noch gerade anhängen und schon ist das eigentlich fertig vor Ort. Wie auch gerade oben dran sehen wir die zwei Retourläufe in den Teich. Die sind mit die 40, kann man aber auch aufmachen auf 50. Beide sind immer zum Teich zurück steuerbar. Warum steuerbar? Wir haben hier die zwei Kugelhähne. Das heisst, das Wasser, das gereinigt vom Filter retour kommt, wo man genau steuern kann, wie viel Wasser jeder bringen darf. Wir sehen hier in unserem integrierten Pumpenschacht die zwei Zugschieber. Wir sehen hier beide Zugschieber wasserdicht verbauen. Das heisst, hier kommt das Wasser vom Bodenablauf und nebendran vom Skimmer. Und beide kann man individuell steuern, wer wie viel Wasser kann bringen kann, wie aber auch zumachen, dass wir kein Wasser mehr haben im Pumpenschacht. Nebendran gerade Pumpe, wo uns dann das Wasser zum Filter bringt. Auch hier Pumpe so verbauen, dass man jederzeit Verschraubung lösen kann, Pumpe rausnehmen und die Wartungsarbeiten machen. Und hier sehen wir gerade sauber verschweißte Trennwand. Natürlich absolut wasserdicht, dass wir dann nachher im Filterraum sicher kein Wasser haben. Und natürlich auch kein Wasserverlust. Und jetzt kommen wir zum Herzstück von dieser ganzen Anlage, von dieser Box, die man integriert. Wir sehen im getrennten Abteil innen der Platz vom Controller. Der Controller gehört zu der Pumpe. Da wird die Pumpe eingesteckt. Da sehen wir das Kabel. Und hier können wir individuell unsere Leistung einstellen, die wir brauchen für unseren Umsatz im Teich. Gerade nebendran sehen wir unseren Filterclear, den 30.000er. Sauber verbaut. Wir sehen, dass wir die ganzen Unterhaltsarbeiten sauber ausführen können, ohne Kompromiss. Sei das der UVC-Wechsel, sei aber das auch die Rückspülung. Eine ganz grosse Wichtigkeit müssen wir auch im Unterhalt, sprich der Reinigung von dem Filter, geben, weil der Filter lebt auch natürlich von einer regelmäßigen Reinigung. Und das haben wir gelöst mit der Easy-Spülung. Wenn der Betrieb ist, wenn wir spülen wollen, schalten wir ja wie bekannt den Filter um auf die Spüleinheit. Jetzt haben wir hier den Wasserdruck.
Hier integrieren wir einen Schlauch. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jedes Mal den Schlauch, sagen das 3, 4 oder 10 Meter Schlauch, hier dran lassen. Wir das an diese Spülung schrauben und spülen das so. Oder wir machen die sogenannte Tourmontage, indem wir hier ein Loch bohren, mit dem Schlauch gerade rausgehen, dass das Dreckwasser dort hin kann, wo wir es haben wollen. Und hier natürlich im Spülvorgang aufmachen. Das Wasser, Schmutzwasser geht raus. Dann, wenn wir sehen, dass wir hier in unserem Klarsichtrohr keinen Schmutz mehr haben, können wir noch das UVC spülen. Dann sehen wir noch einen kurzen Schmutzanteil. Dann kommt es wieder klar. Kaum ist es klar, gehen wir wieder zurück. Jetzt läuft der Teich wieder. Und diese Spülung wird wieder verschlossen. Es ist natürlich auch unser Anliegen, dass die Unterhaltsarbeiten an diesem Filter, die werden einfach Zeit zu Zeit, muss man die machen, sprich auch vielleicht nach einem Jahr, zwei Jahren, gewisse Schwämme austauschen oder alle Schwämme. Und auch für da haben wir eine Lösung vorgesehen. Das heisst, wir haben den Filter mit zwei Verschraubungen gekoppelt, wo man jederzeit kann lösen. Die sind natürlich selbstverständlich im Anzogenen dicht. Und so können wir den Filter als ganze Einheit rausnehmen und können sie natürlich individuell, wo auch immer, aufmachen, retablieren, in die Ordnung stellen, wenn alles gut ist. Achten, dass die Gummi wieder gefettet sind. Und so können wir den Filter wieder zurück an seinen Bestimmungsort bringen, setzen den hier wieder an die Verschraubung an und machen da wieder fix. Und schon ist der Betrieb wieder vom Filter da. Voilà. Für welche Grösse ist der Filter gedacht, respektive die Kombination? Sagen, im Schwimmteichbereich ca. 20'000 Liter und in einem Fischteich zwischen 7'000 und 8'000 Liter. Was kleiner ist, ist eh kein Problem. Unglaublich, auf wie kleinem Raum wir so einen tollen Pumpenschacht mit einem Filter haben können. Wir haben eine fixfertige Box, das heisst, wir sind natürlich hier extrem auch schnell in der Installation. Wir haben keine grossen Aufwendungen mit Verrohren etc. Man kann ganz einfach die Bodenabläufe ins Kimmer anhängen, die Box auf ein sauberes Plan umstellen, wo natürlich ein gerader Untergrund, sprich im Sickerbeton oder im Überzug hat. Den Rest, wenn alles verrohrt ist, kann man auch mit normalem Aushubmaterial zuschütten, kann aber auch Käse verdichten, kein Problem. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, dass ich euch durfte, den kompakten Filter vorstellen. Für weitere Auskünfte sind wir jederzeit natürlich bereit, euch Auskunft zu geben, zu beraten, und macht's gut.